Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier in Goliath im Gasthaus unter Wirt. Ja, mit dem werden wir uns jetzt prügeln. Ja, es gibt da leider keinen anderen Ausweg. Aha. Da fehlt noch was. Wir können das echt schon kochen dann. Okay. Ich wollte nämlich schon wissen, wie das geht dann mit dem... Ja klar, über Feuer, ne? Wie sie immer die Suppe halt herstellt. Auf jeden Fall gibt es jetzt aufs Maul für den Kerl. Ich rüst gleich mal um. Steck die Waffe weg. Kluge ja, ist schon gut. Ich wollte die Waffe umrüsten. Willst also, dass der Hammer-Clan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Bitte. Dann zieh deine Waffe und zeig mir, wie ernst du es meinst, Freundchen. Immer diese Schlägerei. Tja! Aha, natürlich ist die Energie schon wieder aus. Aber jetzt ist sie da. Kriegt er überhaupt aufs Maul? Ich glaube, ich kriege ihn aufs Maul. Schau mal, der kriegt gar kein Damage. Mhm. Ist das normal? Ist das normal, dass der überhaupt keinen Schaden kriegt? Wir haben den doch getroffen, oder? Was? Du willst also, dass der Hammer-Clan... Ich bin gerade voll verwirrt, ehrlich gesagt. Ja, toll. Ich könnte vom Dach aus schießen probieren. Komme ich hier hoch? Ja, ja, das klappt super, weil ich irgendwo hängen bleibe. Der hat selber Pfeil und Bogen. Das ist unfair. Das habe ich gedacht, ich könnte ihn Schnäppchen schlagen. Unsere Waffe bringt sie nichts. Ich bin voll schockiert. Wie soll man denn besiegen, wenn unsere Waffe nichts an, also kein Schaden macht? Klumpert, echt. Das ist hier voll schlimm. Verdammter Technikraum. Das musste ja schief gehen. Ich sehe das nicht so eng. Wird schon schief gehen. Bin gerade voll enttäuscht. Es kommt, wie es kommen muss. Manchmal kommt es knüppeldick. In der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Bin gerade echt voll enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so schwach ist. Wird schon der schief hat gehen. Hat mal eine Rüstung an, verstehst du mich? Es kommt, wie es kommen muss. Er hat maximal die gleiche Hose an wie wir. Das ist hier voll unfair. Das ist jetzt richtig doof. Weil ich Depp nämlich gespeichert auch noch hab. Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Jetzt ist die Frage, wo ich eine bessere Waffe herkrieg. Weil so geht das nicht. Was hat er denn da für ein Schwert? Krass, echt wahr. Wie konnte er nur so dumm sein? Muss ich schon sagen. Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Echt krass. Okay, die haben alle keinen Namen. Ja, selten so einen Stuss gehört. Danke. Bis nachher. So, ich muss mal weg. Also den kann ich ja unmöglich besiegen. Die Waffe, die wir haben, die ist für den Hugo. Die Frage ist nur, wo kriegen wir jetzt einen Waffenhändler her? Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, weil die Cinder hat, glaube ich, keine verkauft. Und Kaldrim kann ich mich gerade nicht erinnern, wer das war. Ja, wäre das super, ne? Mist, verdammter, echt. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schwer geht. Dann habe ich den Haui locker weg. Der ist, glaube ich, da oben, ne, der Händler. Mist. Ich brauche einen Waffentypen. Mein Geld haben wir auch keins mehr. Da habe ich jetzt, glaube ich, einen Blödsinn gemacht. Ich hätte ihm die 500 Splitter geben sollen.
Das war nicht schlau von mir. Was sind das für ein Haus? Ein normales? Jo. Ich hätte gern einen Händler. Gibt's hier sowas? Tap, 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 tap. Was? Du warst ein oder was? Ware? Zeig mir deine Ware. Sicher. Waffen hat er keine. So eine Kacke. Echt. Das ärgert mich jetzt gerade. Soll ich jetzt den Spielstand komplett laden? Aber das Doofe ist... Den könnte ich... Warte mal. 5 Minuten. Boah, der sperrt alle 3 Minuten, wenn du denkst, ne? Das ist aber auch nicht schlecht. Oder alle 2 sogar. Ich probiere den da mal. Keine Ahnung, wo ich da stehe und bin. Ich probiere einfach mal. Vielleicht kann ich das jetzt nochmal... Vielleicht habe ich Glück und ich kann das... sind da, sind wir da, okay. Wie gesagt, vielleicht habe ich... Riesenglück und ich... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Kann das fixen. So, Clanstreit. Den hatten wir, ne? Ich gehe lieber ein bisschen mehr zurück. Ich weiß, das war jetzt zu viel, aber ist mir jetzt gerade wurscht. Es war echt zu viel. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen sparen können. Vielleicht... Ach, was mache ich denn? Vielleicht schaffe ich einen besseren. Warte kurz. Ist jetzt ein bisschen doof, ich weiß. Ich probiere es mit dem. Bitte, ja. Wo sind wir da? Ebenfalls bei Cinder. Ah, Mist. Vielleicht den hier? Ich brauche nur ein paar, die paar Sekündchen da, die, bevor wir mit dem Wirt gesprochen haben. Ich glaube, ja. Eins noch weiter. Da reicht echt der da. Warte, wen hatten wir jetzt? Den oder den? Den, glaube ich, ne? Ah, nein, das war der Spielstand. Den hatten wir. Dann muss es der sein. Ich probiere jetzt den nochmal aus und hoffe das Beste. Ansonsten muss ich nochmal... Ja, ist wurscht. Passt schon. Nehmen wir den. Ist mir lieber so. Das war jetzt ein schöner Blödsinn. So, wir müssen... zu Oran hin. Perfekt. Perfekt. Laufen wir mal das Stück. Weil das hat keinen Sinn. Also dann kann ich die Quest irgendwann erst in 50 Jahren abschließen und das bringt sie echt nichts. Da frage ich ihn jetzt mal ganz höflich, ob wir mit dem handeln können. Hallo. Da kann ich noch ein bisschen Kumpert verkaufen, ein paar Zigaretten noch. Hi Oran. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Vielleicht haben wir nämlich Glück und wir können was verkaufen. So. Die wäre sogar 80 wert, die brauchen wir eh nicht mehr. Die Werkerhose, ich würde sagen, die gehen wir her. Dann... Da, da, ram, ram. Irgendein Blunter halt, ne? Alles Tränke, Pflanzen, die möchte ich gern behalten, zwecks Alchemie, Rohstoff war da was. Steam. Die könnte man eigentlich auch hergeben, ich will gar kein Steam verwenden, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, 3 verkaufe ich mal. Kriegen wir schon fast zusammen. Ah, wie schön. Trophäe, aha. Aha, aha, aha. Metallschrott ist sogar was wert. Daraus kann man was basteln, okay. Dann lassen wir das mal kurz. Der Besen wäre ein Krempel. Der Becher wäre ein Krempel. Warte, da verkaufen wir mal 4. Besen verkaufen wir auch. Ja, können wir 3. Mehr als ein Besen dürfen wir normal nicht brauchen. Ist das alles nichts wert? Das Geldbündel ist gar nicht so wenig wert. Interessant. Kloberbier. Eine Wertsache.
haben. Das ist echt doof. Ja, ich muss in den sauren Apfel beißen, ne? So, 500. Ja, was soll man machen? Ich bin ja, halt einfach... Aber ich bezweifle, dass er jemand findet, ich glaub, der die Eier schon. Darf. Hallo, warte. Ich speichere lieber. Und zwar auf den dritten. Den da. Ja, bitte. So ein Dreck, echt. Alter. So, hallo. Hammerclan und Trinchen. Der Hammerclan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammerclan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Erstens, wir können nichts von den beiden. Zweitens, wir sind schwach. Und drittens, weil du Splitter kriegst. Vielleicht stimmt dich dieses Elixid um. Wenn ich es mir recht überlege... Na gut. Für Angrim werde ich mir schon was ausdenken. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. Mhm. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Bis demnächst. Mir war so, als hätte ich vor der Stadt einen Outlaw gesehen. Na toll. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das alles super... Ach du liebe Zeit. Ja, da gibt's Beef dann, ne? Ansonsten gibt es nichts Neues mehr zu berichten. Muss auch nicht schlecht sein. Das ist, glaube ich, alles, das eitert alles in dicken Batzen Dreck aus, glaube ich. Aber Cormac ist ja eigentlich ein Schlauer, ne? Er will ja keinen Streit mit den anderen Clans. Aber das gehört eigentlich, boah, ausdiskutiert, wollte ich sagen. Ups, ich muss aufhören, diese Abkürzungen zu nehmen. Das gehört halt schon ausdiskutiert, muss man sagen, ne? Wo ist er denn? Kerl? Servus, Eldur. Oran wird euch wieder bewirten. Oran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starkköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Das ist wirklich klein, für das wir es mal ausgegeben haben. Was soll man machen? Ich bin halt ein Schwächling. Es geht nicht anders. So, den haben wir glücklich gemacht. Jetzt ist die Frage... Lass den Unfug. Ob wir Cormac davon erzählen sollen. Das ist mir schnell, wenn man so raufläuft, ne? Ich bohrt mich wieder, wie es sich gehört. Und dann rennen wir rauf zu Cormac. Und gehen Bericht erstatten. Ich werde natürlich speichern. Ich will es mir hier nicht versauen, ne? Das ist ja meine Wunschfraktion hier. Es ist echt schwierig. Soll man es ihm sagen? Soll man es ihm nicht sagen? Es gehört sich eigentlich schon, dass man ihm das sagt. Also ganz ehrlich, hier der Chef zu sein, ist wirklich... Ich sag mal, eine Sisyphus-Arbeit, ne? Hui! Ja, diesmal habe ich es, glaube ich, richtig gemacht. Halt, Apfel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So. Ist nur einer? Ich glaube, nur einer, ne? Dann habe ich übersehen gehabt letztes Mal. Hui! So. Und nächstes Stockwerk rauf. Servus. Was ist das? Das ist mein Furz-Attacke. Ja. Mir bekommt das Essen hier nicht. Entschuldigung. So. Ich schaue zu viel South Park, ne? Das ist... Es ist schlimm. Ja. Also. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut. Was hast du getan?
Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammer-Clan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Ach, wirklich? Das kannst du? Ich meine, super, das freut mich. Das Ganze war Angrims Schuld. Mach das. Ich habe vergessen zu speichern. Ich bin eigentlich ein Typ im Real Life, ne? Also da passiert es mir schon öfters, dass jemand zu mir kommt und sich über jemand anderen bei mir ausquatscht, ne? Sich ein bisschen beschwert, man ist halt ein bisschen angepisst, weil man vielleicht was falsch verstanden hat, bla bla bla. Aber ich praktiziere das eigentlich so, dass ich niemals jemanden verpetze, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, da kommt nie was Gutes bei raus. Und das Allerschlimmste ist dann noch, dass man sich selber mit reinkatapultiert in diese Missverständnisse, in diese Streitereien. Und dann steht man da als riesengroßes Arschloch und wird von beiden Seiten als der Schuldige, ja, dargestellt. Also, ich werde das jetzt auch so handhaben und hoffe, dass es richtig war. Wir verpetzen Angrim nicht. Mach das. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Danke. Weil, ich meine, es ist schon eine Frechheit von Angrim, ne? Normalerweise müsste man die Wahrheit sagen, Ehrlichkeit währt am längsten, nicht wahr? Aber aus meiner Erfahrung, es sind schon so viele Real-Life-Fraktionen zerstört worden durch zu viel Ehrlichkeit. Vor allem wegen solchen Labalien, sage ich jetzt mal. Es ist ja alles gut ausgegangen, Friede, Freude, Eierkuchen. Sollte der Trottel noch einmal es wagen, Beef zu machen, kann man ja immer noch verpetzen. Ja. Ja. So. Nächste Quest. Was machen wir denn als nächstes? Aufbruch zu fernen Ländern. Das lassen wir noch. Dann mal wieder husten, Entschuldigung, es gibt immer was zu tun. Ragnar sagt, es gibt immer was zu tun, darum soll ich den Setzer Irador aufsuchen, da dieser scheinbar ein paar Probleme hat. Haben wir das nicht schon gemacht? Hm? Natürlich haben wir gemacht, wir brauchen nur Bericht erstatten. Ei, super. Natürlich, siehste, und dann haben wir schon die nächste Quest geschafft. Lass den Entzug. Das war meine rektale Zerreißprobe. Entschuldigung. Was sagt ihr zum South Park-Spiel? Seid ihr South Park-Fans? Oder denkt ihr euch manchmal das gleiche wie ich? So a Chance? Was meine Unterstützung angeht. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Ich habe mich um Irdor gekümmert, genau. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Gute Arbeit. Sein Einsatz da draußen ist sehr wichtig für uns. Unsere Setzlinge sind jeden Aufwand wert. Hier, nimm diese Splitter und spül dir damit mal so richtig die Kehle durch. Die Lauferei hat dich sicher durstig gemacht. Ja, es geht. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Supi. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Jawohl, Chef. Aber er ist schon für uns freundlicher gesinnt, ne? Gnädigste, hast du einen Eintopf für uns? Es ist so gemein, ich weiß. Die rotzen wieder durch die Gegend, das ist so grausig. Eine blöde Frage. Hier sind doch Stufen. Ne? Warum muss man Rampen bauen? Ich denke mal, die logische Erklärung wäre, dass man hier was
mit Räder runter befördert, ne? Also wenn Lebensmittel kommen oder so, ne? Aber da drüben gibt es das ja auch nicht. Nicht einmal einen Kran. Hier, ne? Da kriegst du auch nichts drauf. Vielleicht mit Magie. Egal. So, wir beenden den Part. Oh! Was sehen meine Augen? Oh mein Gott! Ich habe den Transporter übersehen. Und ich renne da immer durch die Gegend. Es tut mir so leid. Ich dachte mir gerade, boah, das hier ist ein schönes Eck, ne? So schön Stufen und dann sehe ich in dem Gebüsch. Schande. Oh weia! Es tut mir leid, ich bin umsonst hier hin und her gelaufen. Ja, das ist ja toll. Wir haben einen neuen Teleporter gefunden. Super. Tut mir leid. Aber das erleichtert uns jetzt ja das Bewegen um einiges. Wie schön. Na gut, ihr Lieben. Entschuldigung nochmal. Ja, das sieht man mal. Man kann nicht genug entdecken. Und ich würde sagen, im nächsten Part questen wir weiter. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!